In diesem Film will ich kurz erklären, wie du Bilder in Lightroom am besten miteinander vergleichst. Wir reden hier jetzt mal nur von einem Vergleich im Bibliotheksmodul, also in dem hier. Wir sprechen nicht von der Vorher-Nachher-Ansicht im Entwickelmodul, das wäre dann eine andere Geschichte. Ich komme auf dieses Thema Bilder vergleichen, weil ich merke, dass viele Leute hier immer noch Fragen haben, obwohl schon lange zum Teil mit Lightroom gearbeitet wird. Also liefere ich doch kurz die wichtigsten Informationen zum Thema Bilder vergleichen. Ich möchte jetzt zum Beispiel mal diese beiden Bilder hier miteinander vergleichen. Also zwei Bilder, die nicht direkt nebeneinander stehen. Also werde ich die einfach mal mit gedrückter Command auf Windows-Steuerungstaste aus und kann so Bilder auswählen, die nicht nebeneinander liegen. Wenn ich jetzt da unten diese Optionen eingeblendet habe, das mache ich mit der Taste T, T wie Tools, dann finde ich hier unten diesen XY-Knopf. Und wenn ich den drücke, dann komme ich in eine Links-Rechts-Ansicht. Wenn ich dann wieder auf dieses Raster gehe, komme ich hier wieder raus. Das ist schön und gut, es geht aber auch schneller und zwar mit der C-Taste. C vom Englischen Compare, also Vergleich. Wenn ich jetzt mit einem Mausklick ins Bild reinklicke, dann zoome ich mich hier in beide Bilder rein. Und zwar sieht man, ich bin jetzt hier auf 1:1, also auf einer 100% Ansicht. Wenn ich das Bild schwenke, dann werden beide Bilder geschwenkt um den gleichen Teil. Wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte dieses rechte Bild schwenken unabhängig vom linken, kann ich das tun mit gedrückter Shift-Taste. Solange ich die Shift-Taste drücke, wird nur immer das Bild geschoben, das ich mit der Maus auch anklicke, und ohne Shift geht es dann wieder im Tandem weiter. Wenn ich jetzt diese Bilder hier total voneinander wegschiebe, kann ich die hier wieder synchronisieren und dann haben eigentlich beide Bilder wieder den gleichen Ausschnitt. Das kann vor allem dann spannend sein, wenn man zwei Bilder vergleicht, die an und für sich eigentlich genau gleich wären. Wenn ich jetzt die hier verschiebe, kann ich es mit dem Synchronisieren einfach wieder zurückholen. Okay? Ich blende mir dann meistens mit der T-Taste da unten diese Tools weg, damit ich noch etwas mehr Platz habe, und auch oben blende ich mir diese Menüs weg mit Shift-F, damit ich den Platz wirklich ausreizen kann. Der Einfachheit halber blende ich die Tools jetzt aber wieder ein. Da könnte man jetzt beispielsweise auch mit diesem Schiebregler andere Größen wählen. Und zwar, was noch ganz interessant ist, diese anderen Größen, die können wir wählen in zwei Situationen. Einerseits, wenn ich das ganze Bild sehe, stehen wir hier im Moment auf Einpassen. Das heißt, die ausgezoomte Ansicht ist auf Einpassen, die eingezoomte auf 1:1. Jetzt könnte ich zum Beispiel sagen, die ausgezoomte Variante, die muss immer ausgefüllt sein. Jetzt wechsle ich zwischen 1:1 und Ausfüllen. Und ich könnte jetzt auch sagen, die herangezoomte Variante, die geht zum Beispiel auf 2:1. Und die kleinere Variante, die geht beispielsweise auf 1:1. Und jetzt kann ich so zwischen 1:1 und der jeweils anderen Ansicht wechseln. Also zum Beispiel so. Jetzt habe ich nur einen kleinen Punkt. Ich bin meistens bei der kleinen Variante, bin ich hier auf Einpassen, und bei der größeren Variante bin ich auf 1:1. Okay? So, wunderbar. Jetzt, was ziemlich abgefahren ist, sind diese Knöpfe da, die ich allerdings nie brauche. Ich mache das Ganze immer mit den Pfeiltasten auf der Tastatur und deshalb blende ich jetzt die wirklich mal weg, weil es lohnt sich, die ganze Geschichte mit der Tastatur zu tun. Ich blende stattdessen unten den Filmstreifen ein, damit man schön sieht, was jetzt passiert. Praktisch ist jetzt nämlich, wenn ich mit dem Rechtspfeil einmal klicke in meine Pfeiltaste auf der Tastatur, dann springe ich hier zum nächsten und übernächsten und überübernächsten Bild und so weiter und so fort. Und das linke Bild bleibt quasi als Kandidat stehen.
Und wenn ich jetzt finde, okay, dieses Bild da gefällt mir besser, dann drücke ich stattdessen den Pfeil nach unten. Zum Beispiel. Und jetzt werden diese beiden Bilder ausgetauscht. Das rechte Bild wird zum linken Bild und das linke Bild wird zum rechten Bild. Jetzt kann das aber auch Nachteile haben, weil wenn ich jetzt hier wieder den Rechtspfeil betätige, muss ich jetzt hier zuerst wieder durch diese ganze Geschichte mich durchbewegen. Und deshalb gibt es eine andere Lösung. Ich gehe nochmals zurück und vergleiche zum Beispiel die beiden, drücke den Rechtspfeil und jetzt habe ich zum Beispiel das Gefühl, das da gefällt mir besser. Ich will, dass dieses Bild zum Ausgewählten wird und das nächste Bild kommt dann gleich wieder hier. Also ich will die nicht austauschen, ich will den Kandidaten zum Ausgewählten machen und das nächste Bild soll reinkommen. Dann drücke ich den Pfeil nach oben und jetzt wurde das rechte Bild links hingestellt und rechts kommt bereits das nächste. Und so kann ich mich jetzt wieder durchbewegen, das gefällt mir gut und so weiter und so fort. Ziemlich coole Angelegenheit. Ich kann ebenfalls Bilder vergleichen, indem ich mehr als nur zwei Bilder nebeneinander lege. Zum Beispiel nehme ich jetzt dieses Bild, dieses Bild, dieses Bild, dieses und diese da. Und wenn ich jetzt entweder hier unten, sofern mit den Tools, also Taste T eingeblendet, diesen Knopf da drücke oder die N-Taste, dann kann ich mehrere Bilder nebeneinander haben. So viel ich will, im Prinzip. Und die Bilder werden dann einfach immer kleiner. Und jetzt kann ich Bilder wieder wegnehmen aus dieser Ansicht, indem ich entweder hier drauf klicke oder mit gedrückter Command- oder Steuerungstaste auf Windows hier drauf klicke. Und so kann ich jetzt Bilder wieder wegwerfen, die ich hier nicht drin haben möchte und mich dann zum Beispiel nur auf eine bestimmte Auswahl beschränken. Ich kann auch, sofern die zu vergleichenden Bilder A, entweder im gleichen Ordner oder B, in der gleichen Sammlung sind, das muss so sein, also zwei verschiedene Ordner geht nicht, aber zwei Bilder in der gleichen Sammlung geht, dann kann ich diese Bilder hier sogar verschieben. Das ist jetzt nicht so spannend mit nur drei Bildern, nehmen wir vielleicht noch ein paar dazu, so, und jetzt könnte ich zum Beispiel sagen, ich will dieses Bild hier oben haben, gepaart mit dem und vielleicht noch das, dann haben wir in der oberen Reihe eher die größeren, wo die Gesichter größer sind und etwas die kleineren und so weiter. So könnten wir das gruppieren oder eben mit gedrückter Command-Taste die wieder wegnehmen. Das sind so die wichtigsten Dinge, die man wissen muss zum Vergleichen. Wenn ich dann wieder zurückgehe, Taste G, geht wieder ins Raster. Und was auch noch ganz nett ist, ich kann, wenn ich die Bilder hier so vergleiche, problemlos mit einem Doppelklick mir mal nur ein Bild anschauen, mich mit dem Pfeil hier weiter bewegen, so, und kann mich hier durch diese vier durchbewegen, die ich ausgewählt habe. Ich glaube, es sind vier. Und wenn ich die N-Taste drücke, bin ich wieder hier. Also, man hat oftmals Angst, dass wenn man jetzt hier doppelklickt, dass man irgendwie diese Auswahl aufhebt, aber das stimmt nicht. Ich kann mich jetzt hier weiter bewegen, kann mir das Bild aus der Nähe anschauen, kann wieder rausgehen. Taste N geht wieder hierhin. Taste C zeigt jetzt nur noch zwei Bilder an und ich müsste mich jetzt hier wieder quasi weiter bewegen. Das Spannende hier ist jetzt aber, obwohl ich die Taste C gedrückt habe und nur zwei Bilder miteinander vergleichen kann, kann ich mich nur in diesen vier Bildern bewegen, weil ich vier Bilder ausgewählt habe, die es zu vergleichen gilt. Das heißt, wenn ich jetzt Bilder vergleichen will, ich nehme mal nochmal, sagen wir diese paar, und ich drücke die N-Taste. Und ich finde jetzt, ich komme da auf keinen grünen Zweig und so vergleichen will ich sie auch nicht, weil ich sie ja nicht nebeneinander sehe, drücke ich C, habe jetzt nur noch zwei Bilder und bewege mich jetzt aber mit dem Links- und Rechtspfeil nur in der Auswahl, die ich hier unten vorgewählt habe. Das finde ich ziemlich cool und ich kann dann jederzeit wieder hier hingehen oder halt eben in dieser Ansicht meinen Gewinner oder die Gewinnerin festlegen, also dann zum Beispiel halt eben welches Bild auch immer. Coole Sache, diese Vergleichsansicht in Lightroom. Ich bin sicher, du wirst damit auch noch
sehr, sehr viel Freude haben.